Mein Name ist Ulrike Kussert. Ich stehe hier vor meiner Arbeit Field und kann man eigentlich sagen, dass das ist ein gutes Beispiel für meine experimentelle Arbeit ist. Das entwickelt sich oft aus fotografischen Dingen, die auf Leinwand aufgezogen werden, die dann bearbeitet werden und mit Farbe übermalt werden. Und im letzten Jahr haben sich hier diese Figuren noch reingeschrieben. Eigentlich ein bisschen ungewollt. Sie sind über mein ganzes Atelier, über die Wände gewandert. Und ich fand, es hat sich dann erst diese Tiefe und diese Wechselwirkung zwischen Hintergrund, Vordergrund, zwischen dem, was vielleicht früher war und heute ist, oder zwischen Diesseits und Jenseits entwickelt. Und für mich ist jetzt erst diese Spannung in dem Bild vorhanden. Hier sieht man eine Negativform eines Kleides, die praktisch im Hintergrund eine neue Bildform aufnimmt, neue Ausschnitte präsentiert, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich oder unvermittelt sind. Und die Spannung entsteht dadurch. Es ist eine Collage, diesmal hier mit Wachs überzogen. Ich arbeite oft in dieser Weise und gerade das Kleid als Kunstform begleitet mich in meiner künstlerischen Arbeit schon lange Zeit. Ja, das sind die zwei Arbeiten, die hier hängen.